In 3 Tagen steht tatsächlich schon das nächste Bundesligaspiel vor der Tür. Dort treffen wir natürlich im Borussia Park auf Borussia Mönchengladbach. Und bis dahin gibt es natürlich auch noch einiges wieder an Hertha BSC News zu besprechen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen sofort auf Thema 1 an und sprechen über Matheus Cunha. Denn Matheus Cunha ist ja ein Ex-Spieler von uns. Wir haben ihn ja vor knapp 2 Jahren im Winter für 18 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. Und wir haben ihn auch 1,5 Saisons später, das heißt in der letzten Saison im Sommer, wieder verkauft und haben dafür eine Ablösung von 28 bis 30 Millionen Euro bekommen und haben mit ihm so knapp 10 bis 12 Millionen Euro plus gemacht. Und das war wirklich aus unserer Perspektive heraus ein brillanter Transfer. Matheus Cunha war, glaube ich, unleugbar, so würde ich es ja fast schon beschreiben, einer unserer besten Spieler im Kader. Sein Spielwitz, seine Qualitäten, die er auf der 10er-Position und im Sturm gezeigt hat, waren wirklich unverzichtbar für uns. Und er war der Spieler, der uns tatsächlich auch mehrere Spiele lang, ich will ja schon fast sagen, gecarried hat. Er hat unsere sämtlichen Offensivaktionen hat er kreiert, hat auch super viele Tore erzielt und war auch, glaube ich, in der Saison 2021 unser Top-Torschütze. Leider ist er ja ab und zu immer mit so disziplinarischen Ausrutschern aufgefallen. Er war oftmals nicht bereit, 90 Minuten lang zu kämpfen. Er wurde zum Beispiel von Bruno Labbadia und sogar zum Schluss auch von Pal Dardai aus dem Kader für 1-2 Spiele aussortiert. Und man muss schlussendlich festhalten, war es denn doch die richtige Entscheidung, Matheus Cunha zu verkaufen. Und jetzt könnte möglicherweise ein weiterer Cunha-Wechsel vor der Tür stehen. Denn Matheus Cunha könnte möglicherweise Atletico Madrid verlassen und zu Manchester United wechseln. Denn in Atletico Madrid ist Matheus Cunha kein Stammspieler. Er ist zwar ein Rotationsspieler, der auch immer mal wieder seine Einsätze sammelt, aber er ist dort kein unangefochtener Stammspieler. Und seine Qualitäten, die er bereits hier und in Leipzig gezeigt haben, zeigen halt, dass Matheus Cunha den Anspruch hat, Stammspieler zu sein. Und dort könnte möglicherweise ein Wechsel vor dem momentan ja etwas schwächeren Manchester United anstehen. Und das wäre für uns tatsächlich ein sehr interessantes Szenario, denn Freddy Bobic hat nicht nur eine Ablösung in Höhe von 30 Millionen Euro ausgehandelt, sondern so berichtet auch die Bild, eine Weiterverkaufssumme. Und diese Weiterverkaufsklausel liegt bei 10%. Und das heißt, wir kriegen 10% der Ablösung, die Manchester United an Atletico Madrid zahlen würde, wenn sie Matheus Cunha verpflichten. Und ja, so wie die ersten Medienberichte lauten, fordert Atletico Madrid eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro. Und das heißt, wir würden als Hertha BSC 5 Millionen Euro obendrauf abgeben. Und das wäre, glaube ich, in unserer momentanen finanziellen Lage ein Geldregen für uns. Wir wissen ja bereits, dass wir aufgrund von jahrelanger Misswirtschaft, von katastrophalen personalen Gehaltskosten momentan ja finanziell eher klamm dastehen. Und daher wäre jeder Cent für uns vonnöten, damit wir natürlich weitere Transfers auch noch aus unserer Perspektive heraus tätigen können. Und das wäre für uns, glaube ich, ein richtig gutes Szenario. Sollten wir Cunha oder beziehungsweise sollten wir nochmal für Cunha weitere 5 Millionen Euro bekommen. Für Cunha ist es vor allen Dingen wichtig am Ende dieser Saison. Das heißt, am Winter in dieser Saison natürlich für Brasilien im WM-Kader zu stehen. Und dazu muss er, so ist er momentan natürlich verpflichtet, jedes Spiel Stammspieler und jedes Spiel das Beste geben. Wir wissen ja selber, wie Matheus Cunha natürlich davon träumt, den WM-Titel mit Brasilien in der Hand zu halten. Das hat er hier auch oftmals wiedergegeben. Und nach einem schwachen Start und natürlich auch einigen Verletzungen hat er nur 27 La-Liga-Spiele absolviert und viele von diesen 27 La-Liga-Spielen konnte er nur von der Bank absolvieren. Und auch diesmal, beziehungsweise letzte Woche, ist er nur von der Bank aus gestartet. Er konnte auch natürlich bereits schon 6 Tore und 6 Vorlagen erzielen und war offensiv ein qualitativ sehr, sehr starker Spieler. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass für ihn ein Wechsel in die Premier League natürlich perfekt wäre. Also müssen wir hoffen, dass es so kommt, denn Manchester United möchte sich auf jeden Fall noch zumindest auf 1-2 Kaderpersonalien verstärken. Sie haben mit Erik ten Hag einen neuen Trainer und versuchen noch momentan ihre richtige Form zu finden. In der Saisonstart bei ManU verlief alles andere als gut und vielleicht wird dort der Panikkauf von Matheus Cunha uns noch einige Millionen Euro in die Kassen spülen. Ich fände es, wie gesagt, sehr gut und ich glaube, wir könnten uns alle nicht beschweren, sollte das passieren. Aber wie gesagt, abwarten. Bisher berichtet man von noch nicht klaren Verhandlungen. Das heißt abwarten, aber es wäre natürlich für uns ein absoluter Geldring. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch, abonniert gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Joint wie gesagt gerne auf meinen Discord-Server und ich würde sagen, jetzt gehen wir auch sofort schon auf Thematik Nummer 2 und sprechen über Deovisio Cefuic. Denn laut niederländischen Medien darf Deovisio Cefuic Hertha BSC noch verlassen. Der deutsche Club, das heißt in diesem Fall Hertha BSC, möchte den 24-Jährigen direkt wieder verkaufen. Wir wissen ja, Deovisio Cefuic war am Ende der letzten Saison ausgeliehen und zwar in die
Blackburn Rovers. Dort wurde er leider von Verletzungen geplagt und jetzt, wo man ihn natürlich schon in der Vorbereitung teilweise auf der 6er-Position eingesetzt hat, möchte man Deo Weise Zifrick wieder sofort verkaufen und ich glaube, das wäre auch der richtige Schritt. Die letzten zwei Spiele stand Deo Weise Zifrick auch gar nicht mehr im Kader und man hat halt eben grundsätzlich gemerkt, dass Zifrick sich auf der 6er-Position nicht so ganz wohlfühlen könnte und dass wir dementsprechend dort einen Abgang anvisieren. Einige niederländische Clubs haben sich in den letzten zwei Wochen nach ihm erkundigt, aber realistischer ist momentan aufgrund der finanziellen Lage der niederländischen Clubs, dass er im Ausland bleibt. Und das heißt dementsprechend, dass noch kein konkreter Interessent für Deo Weise Zifrick leider feststeht. Gehen wir auf die nächste Thematik ein und sprechen über Davy Selke. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier momentan auf einen portugiesischen Bericht gestoßen, der behauptet, dass Davy Selke für 5 Millionen Euro natürlich zum FC Everton wechselt. Und ich glaube, wir brauchen darüber nichts reden. Das ist eine klare Ente. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Davy Selke, beziehungsweise dass wir für Davy Selke irgendwie 5 Millionen Euro bekommen würden. In keiner Welt würde das passieren. Davy Selke seit seiner Leihe zu Werder Bremen läuft seiner eigentlichen Form hinterher, hat sich qualitativ und natürlich auch von den Fähigkeiten her massiv verschlechtert und ich glaube 5 Millionen Euro ist absolut utopische Summe für Davy Selke und ich glaube wir können dieses Gerücht gerne als eine Ente abtun. Es wäre natürlich gut, wenn wir ihn für 5 Millionen Euro verkaufen und ich kann nur hoffen, dass dieses Gerücht wahr ist, leider aber kann ich daran kein Prozent an Glaubhaftigkeit schenken. Denn eigentlich muss man ja zugeben, wenn wir Davy Selke nach den Leistungen in den letzten Saisons abgeben würden, müssten wir schon fast drauf zahlen. Aber nun ja, was soll man dazu noch sagen? Vielleicht sollte Davy Selke uns doch noch in dieser Transferperiode verlassen. Gehen wir über die letzte Thematik und Darry Scherndt ein. Darry Scherndt, wissen wir ja, hatte sein Bundesliga-Debüt und zwar hat er gegen Eintracht Frankfurt die letzten 30 Minuten Spielzeit sammeln können und hat dort Chidera Ejiofor ersetzt und man muss grundsätzlich erwähnen, dass Darry Scherndt jetzt vor einem richtig langen Weg bei Hertha BSC steht und dass ihm momentan auch alle Türen offen stehen. Freddy Bobic und Sandro Schwarz haben sich natürlich im Interview für den Tagesspiegel ein bisschen rund um Darry Scherndt geäußert und haben da natürlich auch einige interessante Aspekte anklingen lassen. Zum einen hat er sich den Einsatz gegen Frankfurt hart erarbeitet in den letzten Wochen. Das haben wir bereits in der Vorbereitung gesehen. Er war der Gewinner der Vorbereitung, einer, der auch, glaube ich, sogar ein Tor gemacht hat, und zwar gegen Nottingham Forest und einer, der vor allem positiv aufgefallen ist. Da er eine gute Geschwindigkeit hat, gute, tiefe Laufwege immer mal wieder geht und die Bereitschaft hat, gegen den Ball wie kein Zweiter zu arbeiten und diese Wucht und Geschwindigkeit konnte er schon bereits auf seinen Jugendstationen beim Berliner SC immer mal wieder anklingen lassen. Er hat kaum eine saubere Technik gehabt, aber auch daran erkennt man, dass Davy Scherndt einer ist, der immer mal wieder arbeitet. Man muss festhalten, Freddy Bobic hat gesagt, dass ja eben Davy Scherndt ein Spieler ist, der außerhalb der Hertha BSC U19 Zeit niemals in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hat und das lässt ihn etwas anders als Fußballer dastehen. Sandro Schwarz sagt, dass Davy Scherndt ein sehr fleißiger Spieler ist, einer, der wissbegierig ist und eventuell etwas Besonderes bei Hertha BSC und natürlich auch für seine Biografie hier erreichen könnte. Er ist kein Spieler, der jetzt mal oben kurz reinschnuppert, sondern er möchte insgesamt sich auch in der Bundesliga durchsetzen und könnte sich auf Dauer auf hohem Niveau hier durchsetzen. Freddy Bobic äußerte sich dazu auch nochmal in Form eines Interviews und hat gesagt, dass wenn er dranbleibt, hart arbeitet, dann kann er in den nächsten Jahren zu einer Überraschung bei Hertha BSC sein. Und auch sein Ex-Trainer Cesko Ristić, der auch mal bei Hertha BSC war, hat ganz klar formuliert, dass er sich zwar nicht sicher ist, ob die Bundesliga für Scherndt zu früh kommt, aber Scherndt hat vor allem das Potenzial, sich langfristig auf hohem Niveau etwas zu erarbeiten. In der Vorbereitung war er zumindest einer der Gewinner, einer, der immer mal wieder sein Potenzial aufblitzen lassen könnte. Und jetzt könnte es möglicherweise fast soweit sein und sollte man mal tatsächlich in der Offensive einige Lücken haben, dass wir zum Beispiel viele Verletzungen haben oder dass wir momentan in einem Formtief stecken, dann könnte Darry Scherndt tatsächlich auch vor einem Startelf-Einsatz stehen. Das liegt aber natürlich auch für ihn in weiter Ferne und er muss sich diesen weiterhin durch konsequentes Arbeiten, und das traue ich Darry Scherndt zu, auch natürlich erarbeiten. So ist das natürlich eine fantastische Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass Darry Scherndt hier langfristig im Kader eine wichtige bzw. auch eine natürlich sehr wichtige Rolle spielen wird. Und an dieser Stelle war es das auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns damit tatsächlich auch heute Abend um 19:30 Uhr zu einem weiteren Livestream. Bis dahin, schönen Abend euch noch.